Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier. Ohne Wässer. Bei Unturned, dem Spiel, wie ich letztens erst erfahren durfte, dass ich ja gar nicht mehr spiele. Seltsam. Oh, Civil Investen, das siehst du gleich besser. Bam. Das können wir aber noch aufspalten. Und da können wir uns hier sogar zwei Racks machen. Und aus dem zwei Racks können wir natürlich wieder eine Bandage machen. Hawker und Ironside schmeißen wir mal weg. Brauchen wir eh nicht mehr. So, ansonsten könnten wir was trinken. Grape Juice haben wir hier. Grape Juice ist Grape Juice. Eine Tomate. Tomate richtig geil. Ist ja meine Lieblingsfrucht geworden, nachdem ich mich ein bisschen über die Tomate geärgert habe. Weil Tomaten, also vom Ding her, von der Person her, sind Tomaten halt Arschlöcher. Das wissen viele nicht. So, Police Top können wir auch mal salvagen. Können wir uns hier auch nochmal einen Rack draus machen. Und das können wir wegschmeißen. Außerdem haben wir noch einen Schokoriegel, den können wir essen. Hab mir einfach nur einen Parker angezogen, weil es auch draußen kalt ist. Das ist das Hawker und Ironside? Das sieht aber seltsam aus, oder? Naja, soll uns nicht interessieren. Wir haben Besseres zu tun. Zum Beispiel nämlich gucken, dass wir eine Axt finden. Das würde also bedeuten, dass wir am besten gucken, ob wir irgendwo eine Feuerwache finden, weil die haben ja auf jeden Fall immer eine Axt bei. Und wenn wir das haben, dann können wir nämlich einfach mal anfangen, uns eine kleine Base zu bauen. Ich guck mal auf der Karte, wo würde sich das dann anbieten. Ich würde am liebsten hier in diesem Bereich mir eine Base bauen. Obwohl wahrscheinlich innerhalb von einer Stadt. Vielleicht auf der Insel da. Wir laufen mal in Richtung Insel. Ich meine, wir haben jetzt erst nochmal was zu trinken und so. Und wir haben, glaube ich, auch... Wir haben eine Säge. Aber wir brauchen ja noch eine Axt. Wo kriegen wir jetzt hier eine Axt her? Hier gibt es sogar keine Feuerwehr, oder? Ich glaube nämlich nicht. Wenn es hier keine Feuerwehr gibt, dann... Na. Dann ist das wieder so eine Glückssache, ob wir irgendwo eine Axt finden. Hier ist der Grocer. Schön, in dem Moment muss es natürlich laggen, weil wenn es da nicht laggt, Alter, dann macht das Ganze gar keinen Spaß. Ist sowieso ziemlich laggy geworden seit den letzten Updates, finde ich. Aber das ist so ein, naja, natürlich auch so ein bisschen systemabhängig, ich meine, wie jedes Spiel. Ich sag mal so, ich habe gerade Mafia 3 aufgenommen und schlimmer als das ist es auf jeden Fall nicht. Und das, will schon einiges heißen. Kann den halt nicht schlagen, wenn er in mir drin hockt. Das ist immer ein bisschen schwer. Wie willst du denn was schlagen, was in dir drin ist? So, nehmen wir nicht mit. Cheese. Kokosmilch. Kokosmilch. Wow. Wirklich, ehrlich. Ist es schon soweit? Soll ich einen Sprachdoktor holen? Wäre ganz gut manchmal. 100% Eier. Das sind 100% Eier. So, Candy Bar. Jetzt werden wir schon so ein bisschen mäklig, ne? Vorher haben wir alles mitgenommen, jetzt nehmen wir nur noch mit, was uns gut ist. Wir gucken mal hier drüben im Haus, vielleicht haben die eine Axt am Start. Hier ist nur eine Mülltonne. Ein Hammer. Fängt das wieder an. Suchen wir eine Axt, kriegen wir einen Hammer. Oder einen Fedora-Hut. Haben wir denn einen Hut auf? Ja, haben wir. Wollen wir einen Fedora-Hut tragen? Ich will so einen Top-Hat haben. Hier. Salvage. Repair. Yeah. So. Setzen wir uns einen Top-Hat auf. Warum denn auch nicht? Oh, da hinten sehe ich gerade, da ist noch eine Polizei, Alter. Und in der Polizei könnten wir Glück haben, dass wir da vielleicht... Ja, was könnten wir da eigentlich bekommen? Irgendwas? Wäre das nicht geil, wenn wir irgendwas bekommen? Aber da steht schon wieder dieser Lightning-Typi. Scheiße.
So, wir haben keinen anderen angelockt. Ist das das Einzige, was wir noch haben? Zwei Schuss? Ich hab drüber geschossen. Nein! Aber wir haben ja noch die Pistole. Sag mal. Da haben wir noch 10 Schuss für. Wow! Mama! Das ist unfair! Der ist overpowered! Krasse Scheiße! Da kam nicht mal irgendwie so ein Blitz rausgeschossen, dass man sagen kann, okay, dem kannst du ja vielleicht noch ausweichen. Das Einzige, was wir geschafft haben, ist, dass er jetzt von der Polizeistation weg ist. Und wenn wir Glück haben, können wir jetzt zur Polizeistation und uns da den Loot schnappen. Oh, warte. Vorher Nahkampfwaffe. So ein scheiß Spucker. Hier ist noch einer von denen. Und da hat sogar einer eine Pistole fallen lassen. Ah, das ist die Kratschki-Witschki. Sehr gut. Dann nehmen wir mal die ganzen Magazine mit, denn da können wir jetzt einfach mal die Munition zusammenfassen. Ich meine, sonderlich viel Schaden macht die ja leider nicht. So. Oh, und der Große kommt zurück. Okay, cool. Ich dachte, der wäre pisst auf uns. So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal ganz langsam jetzt. Ganz langsam. Ganz cool bleiben. Magazin raus. So. Magazin raus. So, die rüsten wir jetzt aus. Nicht, dass irgendwas Dummes passiert. Da nehmen wir aber auch das Magazin raus. So, dann können wir die hier salvagen. Kriegen wir einen Baumstamm. Wozu? Auch immer. Dann können wir die hier auch salvagen. Zack. So. Dann nehmen wir Folgendes. Und zwar fassen wir jetzt die Magazine zusammen. Dann füllen wir noch ein paar Magazine. Die fassen wir auch wieder zusammen. Wie sieht's jetzt aus? So, die Nuller-Magazine können wir jetzt wegschmeißen. Hier haben wir noch ein Einser-Magazin. Wow! Willst du mich rollen bis hier hinten hin? Der war nicht mal mehr in der Nähe. Alter! So eine Scheiße. Aber wenigstens wissen wir diesmal, wo wir sind. Krass, was? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Wer bin ich hier? Leute, was soll ich dazu sagen, Alter? Ich meine, gut, dass er durch die Pistole, durchs erste Magazin nicht platt geht, das war mir schon klar. Aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, Alter, dass der... Ich meine, der stand da hinten am Arsch der Welt. Wir haben ihn ja davor auch schon angegriffen und hat er dann nach einer Zeit einfach abgelassen, weil er zu weit weg war. Aber anscheinend war das eher eine Ausnahme und nicht der Regelfall. Hat er uns einfach gekillt, Alter. Ey, warum haben wir denn immer so Pech? Der hätte jetzt wenigstens mal eine Nahkampfwaffe fallen lassen können. Das wäre schon ganz geil gewesen. Kannst das mal... Steck mal weg, Junge! Man kann ja damit immer noch nicht zuhauen. Das ist ja mein Problem. Ach, da trinkt das. Ist das ein Vollidiot, Alter? Leg das weg. Komm mir vor, als werdet ihr mein Sohn. Leg das weg! Attila! Leg das weg! Was könnte ins Auge gehen jetzt? Flashlight. Sehr schön, damit können wir jetzt einen Zug kloppen, wenn es sein muss. Wie sie sehen, sehen sie nix. Ich bin gerade... Weißt du, wenn ich in so Sachen wie einen Flughafen reingehe oder so, dann rechne ich schon fast damit, dass da irgendwas schief gehen könnte, ne? Und natürlich ist man dann immer trotzdem noch so ein bisschen völlig von den Socken, dass man dann da stirbt oder so. Aber diesmal... Ich hätte jetzt im Leben nicht damit gerechnet, dass da irgendwas schief geht. Weil wir halt übelst weit weg waren. Ich habe gesehen, gut, wir bluten, alles klar, aber wir haben ja noch Bandages, die hätte ich mir dann... Ich wollte nur noch um den Stein rum, damit, falls er wirklich hinterherkommt, dass wir nicht überrascht werden, wenn wir gerade irgendwie eine Bandage nutzen. Aber dass wir echt draufgehen, Alter. Das ist doch scheiße. Alter. Leiter, mach nicht so einen Scheiß mit mir. Ey, das ist... Bin so eine Mischung aus sauer und völlig fassungslos. Den Motherfucker schnappen wir uns auf jeden Fall. Aber wir werden jetzt erstmal... Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir eine Säge bekommen, dass wir eine Axt bekommen. Dann werden wir uns erstmal... Ja, eine kleine Base bauen. Weil hier auf Russia, da ist das alles noch gefährlicher, als wie wir es kennen. Also, scheint jedenfalls so. Dann werden wir uns eine Base bauen und dann werden wir gucken, dass wir da... Mal, ist das der Tower, den ich schon mal angestellt hatte? Ja, ne? Ja, das ist der, das mit den kleinen Häuschen. Ja, dass wir da uns ein Bedroll hinmachen und alles. Und ein paar Kisten. Dass wir da vielleicht immer, wenn wir ein bisschen guten Loot finden... Ich meine, wir finden ja voll oft Waffen und so, die wir dann doch nicht nutzen. Dann können wir da vielleicht ein paar Waffen unterbringen, dass wenn wir wirklich krepieren, dass wir dahin zurückgehen und so. Deswegen werden wir auch dann Maps sammeln und. Dass wir, wenn wir sterben, immer schnell an den Ort wieder zurückkehren können. Am besten wäre es natürlich, wenn wir zwei Helikopter hätten. Einen, den wir dann permanent nutzen würden, ohne zu sterben.
Betonung liegt auf ohne zu sterben. Und einen, den wir halt da stehen haben, falls irgendwas passiert. Jetzt sind doch alles Baumfäller. Die haben doch bestimmt irgendwie eine Axt am Start. Siehste? Läuft. Jetzt, wo wir einen Plan haben, guck mal, dann kriegen wir direkt eine Tomato, Crossbow, Wetsuit Top und einen Hut. Und dann sind wir schon wieder top equipped, Leute. Top equipped. Also nicht wirklich, aber besser als nichts. Was ist der Leuchtturm, wollte gerade sagen. Können wir auch mal anziehen. Das können wir. Ist das mehr Plätze? Das hat tatsächlich mehr Plätze. Ach, da kriegen wir. Ach ja, stimmt ja. Von dem Wetsuit bekommen wir ja. Feuchte Augen, wollte ich gerade sagen. Der hat irgendwas gedroppt, das habe ich ganz genau gesehen. Aber egal. So, Salvage, damit wir uns mal zumindest hier aus zwei Racks ein Dressing machen können. Ne, eine Bandage. Dressing bin ich schon. Ah, Mann. Ja, ärgerlich, ne? Ärgerlich. Aber keine Sorge, es geht weiter. Mit dem Spiel, das ich ja gar nicht mehr spiele. Sorry, ne? Nimm's nicht persönlich, aber das fand ich schon eine sehr seltsame Aussage. Ich meine, kommt dreimal in der Woche. Salvage. Ein Rack, das schmeißen wir raus. Die Teile brauchen wir auch erstmal nicht. Was ganz geil wäre, wäre irgendwie ein Messer. Hawkhound Magazine. Er ist nicht verkehrt, ein Hawker und Magazine, aber... Ach, guck mal, jetzt haben wir... Haben wir Cluff weggeworfen einmal. So. Ich habe hier ja immer noch zu tun mit dem Angriff der kleinen... Winzfliegen, Eintagsfliegen. Ich glaube, das habe ich in so gut wie jedem Let's Play jetzt schon erzählt. Das ist echt belastend, Alter, wenn dir die ganze Zeit hier irgendwelche kleinen Fliegen vor der Augen und so. Und die haben ja immer diese Angewohnheit, dass sie immer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber die wollen immer in Richtung Nase fliegen oder in Richtung Auge. Das fuckt mich gerade extrem ab. Und da haben wir eine Säge. Siehst du? Ach Mensch, jetzt habe ich Scrap Metal weggeworfen. Da habt ihr wahrscheinlich schon gelacht, wir müssen ja die Axt auch mal ein bisschen reparieren. Aber das despawnt ja zum Glück nicht so schnell. So, dann nehmen wir nämlich mal die Axt. Repair. Da brauchen wir drei. Können wir irgendwas schrotten? Nee. Aber wir müssen auch mal das Fishing Top ein bisschen reparieren. Naja, naja, naja. Wie es hier weitergeht, seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge von Unturned. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wird das irgendwann mal ein Ende nehmen, das Massensterben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ab jetzt Fokus auf erstmal eine Base bauen. Wie das vonstatten geht, seht ihr in der nächsten Folge von Unturned. Bis dahin, macht's gut.